Recht haben ist nicht gleich Recht kriegen. Das weiß jeder und ja, viele haben das leider auch schon erfahren müssen. Aber vielleicht gibt es auch gar nicht die Gerechtigkeit. Und Richter stehen oftmals vor der schwierigen Aufgabe, die größtmögliche Gerechtigkeit herauszufinden und auszusprechen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die ihnen manchmal vielleicht auch nicht gefallen. Ja, und da gibt es nun den Münchner Schriftsteller Ferdinand von Schirach. Er ist Strafverteidiger und Autor. Er wendet reale Gesetze an und erfindet dazu Geschichten. Und hier wird's spannend. Ja, und zwar sehr spannend. Vor 2 Jahren gab es ja den Fernsehfilm Terror. Mit Flopsy, der alten Schwungscheibe, also Florian David Fitz. Ja, und das war ganz spannend, weil ja die Zuschauer mussten dann wirklich am Ende entscheiden, wie würden sie das Urteil fällen. Und es war ja ein großes TV-Event eigentlich. Und jetzt traut man sich wirklich, einen Kinofilm aus einem Stoff von Schirach zu machen. Der Falcolini kommt jetzt ins Kino mit Elias Mbarek in der Hauptrolle und über 500.000 Deutsche haben das Buch gekauft und gelesen. Sind also sehr gespannt, so wie wir. Anwalt Leinen wird Fabrizio Colini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Jetzt übertreiben wir nicht. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Kaspar Leinen, gespielt von Elias Mbarek, ist Anwalt. Noch nicht so lange, er hat vor 3 Monaten gerade seine Zulassung erhalten und jetzt auch seinen ersten Fall. Er wurde nämlich als Pflichtverteidiger bestellt und das ausgerechnet für den mutmaßlichen Mörder seines ehemaligen Ziehvaters. Ja, dieser Ziehvater heißt Hans Meyer und Hans Meyer war wirklich ein sehr beliebter und sehr betuchter Wirtschaftsboss und der wird tot aufgefunden in seiner Hotelsuite. Colini stellt sich der Polizei als Mörder. Und dann sagt er nichts mehr. Er redet einfach nicht mehr und das macht es ja seinem Pflichtverteidiger, dem Kaspar Leinen, überhaupt nicht leicht. Hat das ja eh schon schwer, weil, was für eine emotionale Zwickmühle, den Mörder seines Ziehvaters verteidigen zu müssen. Ja, und er hatte ja auch mal was mit der Enkelin vom Meyer. Ja, und daraus zieht der Film auch seine Spannung, dass Colini wirklich gar nichts sagt und Elias als die Hauptfigur, Kaspar Leinen, muss wirklich nach Italien reisen mit einer Dolmetscherin, muss in das Dorf reisen, wo auch Colini gelebt hat, muss jeden einzelnen Stein umdrehen, um wirklich zu erfahren, was da in der Vergangenheit eventuell passiert ist. Und da werden plötzlich 3 Zeitebenen aufgemacht und da wird es dann spannend. Ja, weil da gibt es nämlich eine Verbindung zwischen Meyer und Colini und das ist dann auch die Spannung des Films. Und er klärt wirklich eigentlich einer der größten Justizfälle Deutschlands noch auf. Es geht um das Triergesetz und das ist sehr komplex und das kann man eigentlich hier gar nicht so richtig erzählen. Das muss man. Nein, das ist wahnsinnig komplex, aber es lohnt sich da vielleicht mal reinzuschauen, bevor man in den Film geht. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Kaspar Leinen wird gespielt von Elias Mbarek und der muss sich auf diese Rolle so unglaublich intensiv vorbereitet haben. Also der saß tagelang in Gerichtssälen drin, hat sich das angeschaut, hat mit Anwälten gesprochen, hat sich mit Richtern unterhalten. Angeblich hat er sogar das gesamte Strafgesetzbuch auswendig gelernt. Ja, aber gut vorbereiten macht doch Elias eigentlich immer. Ja, aber in dem Fall ganz besonders. Ja, also bei ihm ist ja immer so das Problem, dass die Rolle des Zeckis in Fuck You Goethe 1 bis 3 so omnipräsent ist, aber Elias ist ein sensationell guter Schauspieler. Also er hat dieses bescheuerte Herz schon gemacht, Who Am I, also und trägt auch diese Filme. Also Elias macht seinen Job großartig und jede Nuance stimmt. Ich finde ihn großartig. Er ist ein fantastischer Schauspieler, sehr talentiert und ein toller Kollege. Außerdem sehr bescheiden. Wir verstehen uns wirklich gut. Ich war wirklich sehr beeindruckt von Elias Mbarek, weil er so intensiv wirkt und eine so hohe Leinwandpräsenz hat, wie das Menschen selten haben. Also richtig gut.
Das Opfer, der großindustrielle Meier, wird gespielt von Manfred Zapatka, macht er auch toll. In der anderen Zeitebene, als junger Mann, wird er gespielt von Jannis Niewöhner. Hat nur ein paar kurze Auftritte, aber die müssen wahnsinnig stark sein. Ja, und die sind sensationell und ich bin auch großer, großer Jannis-Fan. Ich habe den gesehen in der Serie Beat. Die ist ja von Marco Kreuzpaintner, der jetzt hier Regie geführt hat. Eben, der Rosenheimer Marco Kreuzpaintner, eine unglaublich geile Serie Beat, hat also auch diesen Film hier gemacht mit dem Cutter, den er quasi für Beat engagiert hat, der vorher ganz was anderes gemacht hat, der noch nie irgendwie eine Serie oder einen Film gemacht hat. Den zieht er jetzt überall mit, der macht einen wahnsinnig guten Job. Der macht einen super Job. Alexandra Maria Lara spielt übrigens auch in dem Film noch mit. Ja, sie ist ja die Enkelin des Opfers, also des Ziehvaters von Kaspar Leinen, tritt später noch als Nebenklägerin auf. Ja, also sie hat aber leider die undankbarste Rolle in diesem ganzen Film. Also das tut mir wirklich auch leid um sie, also ist aber auch, liegt an der Rolle. Ja, und Heiner Lauterbach ist wieder dabei. Ja, der spielt einen Star Strafverteidiger. Genau, und das macht er auch sehr, sehr gut. Und er macht ja im Moment relativ viele Kinofilme. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Was Gerichtsthriller angeht, ist für mich ja nach wie vor eine Frage der Ehre das Maß aller Dinge. Kommt denn der Fall Collini an diesen Film ran? Ja, also eine Frage der Ehre, Alex, ist ja auch wirklich absolutes High-Class, also ganz, ganz oben. Also ich habe ihn gesehen und ich muss sagen, am welchen Anfang, jetzt? Fall Collini habe ich ja beide gesehen. Ne? Also Fall Collini am Anfang habe ich etwas gebraucht, so eine Viertelstunde, bis ich drin war in der Geschichte und habe gedacht, na, ein bisschen mehr Tempo könnte der Film schon vertragen, aber dann geht es wirklich zur Sache ab, Minute 20 geht's ab und dann sitzt man wirklich in seinem Sitz drin und denkt so, wow, das ist mal richtig großes deutsches Kino und ich finde es auch super, dass endlich mal ein Thriller ist und ich finde schon, dass er also hinten raus absolut an Frage der Ehre rankommt. Franco Nero hat bei der Premiere in Berlin auf dem roten Teppich gesagt, dieser Film, der hat einen Oscar verdient. Nachsatz, I'm not kidding. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Also was mich gereizt hat und was hoffentlich auch den Zuschauer mitnimmt, ist, dass ein ziemlicher Außenseiter über diesen Fall stellvertretend für eine ganze Generation moralisch über sich hinauswächst. Also der Zuschauer kann sich auf jeden Fall auf eine hochemotionale Geschichte freuen. Es ist alles sehr echt, es ist sehr berührend, es ist sehr spannend, es ist sehr bildgewaltig, großartig inszeniert und reißt einen einfach in so einen Sog. Elias Mbarek in einem spannungsgeladenen Drama über die Suche nach Gerechtigkeit.